Barrios und... Was? Wir haben eine Momentumkarte. Wo ist Chris und Kylian Mbappé? Was? 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 Noch Kylian Mbappé? Und hey, yo, Leute, auf Kanal Mr. Gamer liked und jetzt. Und heute haben wir ein Mega-Pack. Battle gegen 4 Packs von Adrenalini. Ich hatte jetzt keine normalen Packs, also öffnen wir kurz das Multipack, holen 4 Packs raus. Drei, vier und die restlichen 2 lege ich weg. Ich erkläre euch warum. Erstmal gucken wir uns nochmal die Limi an. Sehr, sehr geil. Lewandowski, boah, feier ich. Also in einem normalen Pack sind 24 Karten und 2 geschenkt, also 24 Karten. Und in so einem normalen Pack sind 6 Karten. Ein normales Pack kostet 1,50 Euro, 6 Euro und das kostet 5,99 Euro, also auch 6 Euro. Wir gucken, was sich mehr lohnt und ich laber nicht so lange rum. Und wir machen aus jedem ein Team. Los geht's. Okay, wir entscheiden uns, mit welchem Team wir am Anfang. Ich würde sagen, von 1 bis 3, wenn wir würfeln, nehmen wir dieses Pack am Anfang. Und von 4 bis 6 nehmen wir das hier. 1, also wir fangen damit an. Okay, das Pack ist offen. Das ist mein erstes Mega-Pack. Von Adrenalini 24. Hä? Das ist doch voll kacke immer. Okay. Willock, sehr, ja, nicht guter Spieler. Vitinha, Torwart, Provede. Gimenez, ist okay, als Spieler. Alonso, auch ein guter Spieler. Starkovic. Vladovic, sehr, sehr guter Spieler. Upamecano auch. Geht fit. Oh, Mugno, sehr, sehr guter Torwart. Man braucht natürlich für einen, für 11 Spieler, gute Spieler, Wilson. Danach haben wir hier Barrios. Barrios und... Was? Was für eine Momentumkarte? Wo ist die aller Momentumkarte? Ich hab's nicht kapiert. Wir haben wo ist die aller Momentumkarte? Wartet mal. Ja, es ist eine Momentumkarte. Von Musiala! Ja! Es ist eine Momentumkarte! Musiala! Oh mein Gott, ich muss kurz gucken, wie viel sie wert ist. Wir haben gerade in diesem Video eine 50-Euro-Karte gezogen. Oh mein Gott, Leute! Ich habe gar nicht kapiert, dass es eine Momentumkarte ist am Anfang. Holy, 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 Leute. Direkt eingesneakt, Leute. Meine zweite Momentum-Karte in meinem gesamten Leben. Und die kommen immer unerwartet. Deswegen kapiere ich erstmal nicht, ob es eine Momentum-Karte ist. Wo ich mein erstes Mal die Momentum-Karte gezogen habe, habe ich erstmal nicht kapiert, was es ist. Ja, das geht doch wirklich. Eine Musiala Momentum-Karte. So, die Haaland ist ein bisschen mehr wert. Yo, Leute. Musiala Momentum. Beltran. Verratti. Skriniar. Guter Spieler. Dann Bench. Hinter Bench. Man City. Club Logo. Oh.
Cover halt. Ich wollte was sagen. Ich habe bis jetzt noch keine Signature gezogen bei Adrenalin, aber schon eine Momentum-Karte. Auch nicht schlecht. Cover halt. Oblak, das ist auch ein guter Torwart. Und schon wieder ein guter Torwart. Kurt war, also es wird ja immer besser. Dahinter Kelrera. Roberto, auch guter Spieler. Rafit, ja. Borka, sehr, sehr gut und wichtig für die Mega-Pack-Abwehr. Oh! Duo Kylian Mbappé oder Neymar, dürfen wir uns entscheiden. Und Toni Kroos hinten. Das war's. Jetzt mache ich daraus ein geiles Team. Ihr werdet es alles in Schnellmodus sehen. Leute, das ist das Team. Wir haben eine... Stopp. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist unser Team. Mbappé vorne mit Vladovic, Musiala, danach Verratti, Toni Kroos, ZDM, Upamecano, danach Walker, Griezmann, Skriniar und Carvajal. Ja, ich gebe dem Team, es ist wirklich geisteskrank. Jetzt nicht so geisteskrank, ne? Eine 9 von 10. Jetzt müssen die Packs wirklich was Krasses leisten, um eine 9 von 10 zu knacken. Okay, wir fangen jetzt an mit den Packs. Erstes Pack. Laber ich nicht so lange rum. Fangen wir an. Ich hoffe auch, wenn wir jetzt noch eine Signature ziehen, dann ist es mein bestes Adrenalin 24 Opening. Erstmal eine Momentum-Karte. Okay. Das Pack ist offen. So. Nein. Kovacic. Gomez. Neres und Kylian Mbappé! Was? Wir haben... Ich kann nicht mehr, wir haben Kylian Mbappé Topmaster dazu gezogen. Musiala und Kylian Mbappé Topmaster. In einem verdammten Video. Ich habe letztes Jahr auch Kylian Mbappé gezogen. Aber ich weiß nicht, wie viel der wert ist. Ich habe gerade angesprochen. Ich gucke mir jetzt den Preis an. Dahinter haben wir noch so ein Gomez. Okay. Oh mein Gott. Master. Das ist wirklich geisteskrank. Zweites Pack. Wir gucken, was da drin ist. Okay. Ah, hier wird schon nichts mehr drin sein. Okay, ist ja klar. Und zweimal! Digga, das ist nicht gespielt, das ist gar nichts! Ich komm grad selbst nicht klar! Zweites Pack! Gleiche Karte! Ey Leute! Bertrand! Und Kevin De Bruyne! Yo! Zweimal! Drittes Pack, ich hab jetzt wirklich Angst aufzumachen. Leute, ohne Spaß, zweimal Kylian? Okay. Ja, das ist schon ein anderes Pick.
Zack, Ferran. Marc-André Ter Stegen. Zwei gute Spieler. Martinelli. Liverpool. Henderson und Ruiz. Sehr, sehr gute Spieler. Den Pack nochmal. Letztes Pack. Boah, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe jetzt gar keine Reaktion auf die anderen Karten mehr. Den Haaland 101 gezogen habe. Aber die ist natürlich nicht so viel wert. Okay. Tonali. Jota. Boah, Knauf. Walker. Dahinter. Darum und noch ein Duo. Gnabry und Sané. Darf ich die eigentlich beide benutzen? Jo, ich muss mir gleich überlegen, aber die Packs haben eindeutig bessere Chancen. Ja, was soll ich sagen? Also mit dem anderen Team zu vergleichen. Wir hatten zweimal Mbappé, kann ich einsetzen. Ich habe Sané, Diego Jota, Mbappé, Martinelli, De Bruyne, Hernandez, Saliba, Rangosens, Ter Stegen, Walker. Kriegt das Team eine 10 von 10 und somit gewinnt es. Dieses Opening geht einfach in meine Geschichte meines Openings ein und ich hatte schon von denen viel zu viele gefühlt. Leute, ich weiß nicht, was wir hier gerade nochmal gezogen haben. Es ist wirklich geisteskrank. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, ihr Waffkanal. Mr. German, liked und niert. Bis zum nächsten Mal. Sorry Leute, weil ich so aufgeregt war auf die Karten, habe ich vergessen zu sagen, dass die Packs besser waren als das Mega-Pack, also lohnen sich Packs mehr. Zum nächsten krassen Opening. Bitte guckt euch noch andere Videos an, wo ich krasse Sachen gezogen habe. Und ja, ich sag einfach tschüss.